Hallo und herzlich willkommen zum Community Talk von Jugendhack, dem zweiwöchentlichen Talkformat. Letztes Mal war DeepJack zu Gast und hat mit Liv über Codekunst gesprochen. Und heute stellen wir euch ein Projekt vor, das beim letzten Jahr beim Jugendhack in Frankfurt zustande gekommen ist, und zwar das Parteiduell. Da haben wir viele von den Leuten da, die daran mitgearbeitet haben. Wir haben Ole, Dominik, Max, Nico, Liv, Dominik und Yannick, die sich auch gleich nochmal vorstellen werden. Tamina kann leider heute nicht dabei sein. Genau, aber ich bin gespannt auf das Projekt, was ihr uns zeigen werdet, was wir sehen werden, was danach noch alles passiert ist. Und vielleicht ein kleiner Hinweis für alle, die Fragen haben. Oder ihr könnt in den Kommentaren entweder hier auf Twitch oder bei Twitter einfach was schreiben und wir nehmen die dann später mit auf. Viel Spaß, dann geht's jetzt los. Genau, am besten fangt ihr damit an. Perfekt. Wir sehen jetzt schon den Screen. Am besten fangen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde nochmal an. Oder wir fangen mit der Präsentation an, Entschuldigung, und dann sehen wir euch ja später beim Gespräch, sehen wir uns alle nochmal und dann haben wir auch eure Gesichter dazu. Dann könnt ihr einfach jetzt mit der Präsentation wie geplant anfangen. Annik, du bist gemutet. Warum stellen wir das hier vor? Anna hat es ja schon gesagt, wir haben das Ganze schon mal in Frankfurt vorgestellt, aber da sind die Aufzeichnungen verloren gegangen und deswegen stellen wir es hier nochmal vor. Und neben dem, dass wir einfach nochmal vorstellen, was wir damals hatten, zeigen wir euch auch noch, was wir verbessert haben und wie es heute aussieht. Genau, dann die Grundidee ist, wie gesagt, bei Jugendhack Frankfurt aufgetaucht. Und wie so viele Jugendhack-Projekte war das Freitagabends, wahrscheinlich so gegen 9 oder so. Und wir waren dieser Politikgruppe und Camille, der ja auch Mentor ist, meinte dann irgendwann so, wäre es nicht eigentlich ganz cool, wenn wir irgendwas mit den Daten aus dem Wahl-O-Maten machen könnten. Der Wahl-O-Mat ist so ein Tool von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man sozusagen sich selber, wo man selber Sachen beantworten muss und also so zu Thesen und dann matcht es ein zu einer Partei. Kennen wahrscheinlich aber auch die meisten. Und dann meinte er so, ja, lass uns auch da mal was machen und so. Und dann meinten wir so, ja, klingt gut, aber wir haben nicht Lust, das nur irgendwie so öde zu visualisieren, sondern wir wollen das irgendwie spielerisch verpacken. Und dann dachten wir so, okay, Spiel und Politik, so passt das überhaupt zusammen? Und dann haben wir aber diese Lösung gefunden. Und was wir uns dachten so, ist es denn überhaupt möglich, ist es denn überhaupt möglich, Parteien nur über ihre Aussagen aus, die sie der Bundeszentrale für politische Bildung gegeben haben, ist es überhaupt möglich, sie daran zu identifizieren? Und wir haben das Ganze in einem Spielformat verpackt und dachten, dass das irgendwie so auch so ein etwas lockerer Weg sein kann, selber sein politisches Wissen zu hinterfragen. Also jetzt fangen wir an mit dem Hauptkonzept Parteiduell. Wie man hier sieht, haben wir hier die Website Parteiduell, wie sie am Anfang war. Ganz oben haben wir unsere Überschrift, darunter haben wir die These und dann haben wir dazu den Spruch von der jeweiligen Partei, die unten jetzt stehen in so kleinen Button. Hier zum Beispiel, bei der ersten Frage zum Beispiel, wäre, warum auch nicht und überhaupt, was heißt hier eigentlich bereits? Frag zu Recht, nahe Gewerkschaft, Freie Deutsche Gewerkschaft, kurz FDJ. So, jetzt haben wir unten 4 Parteien zur Auswahl. AfD, SPD, die Piraten und die Partei. Und da muss man halt eine Partei auswählen, welche wohl die richtige sein könnte. Möchte einer von euch mal eine auswählen? Das könnte passen. Also zu der These, bereits nach 40 Jahren Beitrittswahn soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Und das dann ja doch ironisch sehr klingt, würde ich vielleicht sagen, die Partei. Hat sonst noch irgendjemand eine Idee?
Ich sehe das genauso. Also. Dann nehmen wir die Partei. Und das ist richtig. Jetzt können wir hier unten auf den Button drücken. Nächste Frage. Und dann wird genau dasselbe nochmal gemacht. Die Daten kommen, wie gesagt, von Wahl-O-Maten. Die hatten wir dann verwendet. Der Dateityp war eine JSON-Datei und dazu waren auch noch die Daten sehr strukturiert. Die Daten kann man heute auf GitHub finden. Ja, kommen wir nun zum Backend des Ganzen. Das Ganze ist aufgeteilt in Backend und Frontend, also einmal der Server und die Webseite. Zuerst, warum haben wir eigentlich Dart als Programmiersprache verwendet fürs Backend? Das lag vor allem daran, dass wir ja in Frankfurt nur 3 Tage Zeit hatten und das ein Hackathon war und wir dadurch eben davon profitieren konnten, dass das Wissen zu der Sprache bereits vorlag und wir damit einfach schneller loslegen konnten. Auch wichtig ist, dass die Syntax relativ ähnlich zu C, Java und JavaScript ist. Die Sprache ist also nicht zu kompliziert zu verstehen, wenn man bereits etwas in diesen Bereichen da ist. Und auch sehr interessant, Dart ist tatsächlich eine sehr, sehr beliebte Programmiersprache in letzter Zeit, da sie die am schnellsten wachsende Programmiersprache 2019 auf GitHub war. Das liegt vor allem an Googles neuem Frontend-Framework Flutter, welches diese Sprache verwendet. Das Backend funktioniert eigentlich so in 2 großen Parts. Das Wichtige ist erstmal die Initialisierung. Dort werden alle Thesen der ganzen Wahlen, die es so gibt, eingelesen. Diese werden dann schon genau von verschiedenen historischen Wahlen aggregiert. Da haben wir ja mehrere Datenquellen. Und als nächstes, und Quelle und Kontext sind dabei auch jeweils vermerkt, damit eben der Nutzer dann auch sehen kann, von welcher Wahl das jetzt ist und das besser einordnen kann. Das Interessante ist jetzt die Bereitstellung der Quizfragen. Wenn das Frontend, also die Website, einmal beim Server nachfragt, beim Backend, ich möchte gerne ein paar Quizfragen haben, dann werden zuerst von dieser großen Liste Thesen, die am Anfang vorbereitet wurden, ein paar zufällige ausgewählt. Standardmäßig sind das 10, damit die Ladezeiten verkürzt werden, wenn man dann weitere Quizfragen beantworten möchte. Als nächstes werden dann bei jeder These zufällige Parteien ausgewählt, die dann jeweils die einzelnen Optionen sind, die man hat. Von diesen zufälligen Parteien wird dann eine ausgewählt, die dann quasi die richtige Antwort ist. Und die Antwort dieser Partei ist dann eben diese Quizfrage, anhand der man die Partei erkennen muss. Diese dynamisch erstellte Quizfrage, die wird nun mit der These, der Antwort der gesuchten Partei und den Optionen, welche Partei das Ganze tut, an das Frontend ausgeliefert und dort dann angezeigt. Genau, und zum Frontend, beziehungsweise zum Backend gehört dann ja auch noch das Frontend. Und ich dachte, vielleicht kann ich nochmal ganz kurz erklären, so was das Backend und was das Frontend ist. Vielleicht gibt es ja Leute, die haben das noch nie gehört. Backend ist so das, was sozusagen alles macht, was man nicht sieht sozusagen. Also stellt die ganzen Daten bereit und genau, also wie Dominik das ja auch schon gesagt hat, schickt die dann sozusagen an die Website. Und ich und Yannick haben uns relativ viel um das Frontend gekümmert. Was dann sozusagen ist, es nimmt die Daten entgegen, dann dort passiert dann das Spielen sozusagen. Und das ist so, dass es so schön aussieht und mit dem Nutzer interagieren kann. Und das kann man natürlich sozusagen auch einfach, weiß nicht, in HTML oder sowas machen. Wir haben uns aber für ein JavaScript-Framework entschieden, das heißt React. Das ist auch relativ bekannt. Genau, und wir kannten das vorher schon so ein bisschen und haben uns dann da aber ziemlich reingearbeitet über das Wochenende und auch noch über die, bis jetzt eigentlich. Genau, und was bei React das Praktische ist, ist, dass man nicht alles neu ausschreiben muss. Also wir haben nicht für unsere, ich weiß nicht, wie viele Fragen sind, tausende von Fragen, haben wir nicht immer eine neue Seite geschrieben, sondern sozusagen wir haben immer so Bauklötze, die wir dann immer wieder verwendet haben, sodass für uns und sehr viel Programmierarbeit abgenommen wurde. Genau, und also es ist, wir haben das dann mit React gemacht, auch weil es dann halt eben den Vorteil hat, dass wir nicht jedes Mal vom Backend, also dem Server, da dann alle Daten oder
die ganze Webseite uns schicken müssen, sondern uns halt eben nur jeweils die Fragen, die uns jetzt interessieren, schicken können. Und zudem haben wir uns für überhaupt eine Webseite entschieden, weil sie halt in jedem Browser läuft und damit viel mehr Leute erreicht werden, weil sie halt eben auf Handys läuft, sie läuft auf Computern und halt auf Tablets. Außerdem hat das den Vorteil, dass man mittlerweile aus Webseiten ja auch sogenannte Progressive Web Apps machen kann, die dann halt eben auch offline laufen können, und da sind wir dabei, das noch zu optimieren. Und zudem ist es so, dass dieses Frontend halt sehr viel einfacher zu machen ist, als dann für jede Plattform, die wir unterstützen wollen, selber ein richtiges natives Programm zu schreiben. Ja, wir haben noch einen kleinen Joystick gebaut. Der ist vor allem praktisch, wenn man es auf irgendeiner Veranstaltung zeigen will, weil da ist es einfach praktischer, wenn man so einen Joystick jemand in die Hand geben kann, als wenn der Nutzer es halt mit einer Maus machen muss, muss man dann irgendwie auf den Tisch stellen oder so. Den kann man halt einfach in die Hand nehmen. Da haben wir noch ein kleines abgeändertes Frontend gemacht, vom Aussehen her. Das sehen wir jetzt gleich. Weil dann hat man halt, man hat ja die vier Bewegungen sozusagen beim Joystick, hoch, runter, links, rechts, und dann, wenn man natürlich hochgeht, kriegt man jetzt in dem Fall zum Beispiel die linke, runter die grünen, und wenn man dann, der hat noch so eine Drückfunktion, dass man ihn noch reindrücken kann, und dann kommt man auf die zur nächsten Frage. Ja, wo läuft das Ganze eigentlich? Wir haben uns innerhalb dieser 3 Tage schon, uns wird schon relativ klar, dass wir das Projekt auch nach der Jugend-Hack-Zeit weiter betreiben wollen. Und da haben wir angefangen, das Ganze im Internet zu hosten unter der Domain parteiduell.de. Und da hat sich in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht sogar im halben Jahr vieles getan. Weil uns war von vornherein eins klar, wir wollen das Ganze in Deutschland hosten. Und wir wollen, dass die Daten anonymisiert behandelt werden. Das heißt, wir heben keinerlei Website-Daten, also kein Tracking, keine Statistiken und vor allem auch nicht, wer welche Antwort wann abgegeben hat, um vielleicht Rückschlüsse rauszuziehen, wie man politisch motiviert ist. Und was auch sehr wichtig ist, dass das Ganze relativ skalierbar ist, weil wir hatten am 7. Dezember 2019, ich habe es mir gerade nochmal aufgeschrieben, gab es das Friendly Fire 5 Event, wo Gronkh einfach mal kurz in 2 Stunden unsere komplette Systeme lahmgelegt hat, weil er 2000 Leute dazu bewogen hat, 100.000 Zugriffe auf Parteiduell auszuführen, und es hat die Systeme dann ein bisschen in die Knie gezwungen. Das heißt, was haben wir daraus gelernt? Dass wir definitiv skalierbar sein müssen und wir unsere Systeme innerhalb von weniger Zeit auf so stark machen können, dass die auch in Gronkh-Livestream überleben. Ja, wie schon vorhin gesagt wurde, es hat sich viel geändert als bei Parteiduellen über die lange Zeit. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt oben ein Einstellungsrad, oben rechts, wo wir draufklicken können, und dann wird uns angezeigt, welche Wahlen ausgewählt werden. Hier sind es zum Beispiel die Bundestagswahl aus 2005, 2009, 2013 und 2017. Dann sind hier unten auch nochmal alle Parteien, die dabei sind. Und dann kann man hier unten auswählen, welchen Modus man, also dieses Aussehen der Website haben möchte. Ob man es in dunkel haben möchte, also in schwarz, oder ob man es halt in hell haben möchte. An sich hat sich aber am Spielsystem nichts geändert. Kann ja jemand anderes mal nochmal so eine These und dazu halt noch was anderes, das andere vorlesen. Genau, also wir dachten, dass wir jetzt einfach das auch nochmal spielen, um mal zu zeigen, dass selbst wir als Programmierenden da drin nicht besonders gut sind und dass es gar nicht daran liegt, dass wir nicht politisch interessiert sind. Ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht gemacht, sondern dass es einfach verdammt schwierig ist. Genau, also die These, wozu sich diese Partei geäußert hat, lautet Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Und dazu hat diese Partei das Statement abgegeben: Wir wollen direkte Demokratie auch auf Bundesebene ermöglichen. Sie kann die repräsentative Demokratie gut ergänzen. Es gibt sehr gute Erfahrungen mit direkter Demokratie aus den Bundesländern.
Die öffentliche Mobilisierung zu Sachthemen bringt frischen Wind in die politische Landschaft. Wir wollen, dass die Bevölkerung in Deutschland die Möglichkeit bekommt, wichtige Sachfragen rechtlich bindend selbst zu entscheiden. Ein wirksamer Minderheitenschutz ist dabei für uns selbstverständlich. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das sind natürlich auch immer sehr spezifische Sachen. Und auch wenn ich persönlich denken würde, dass ich relativ gut politisch informiert bin, bin ich mir natürlich nicht sicher, welche Partei was zu Volksentscheiden auf Bundesebene zur Bundestagswahl 2013 gesagt haben. Aber vielleicht hat dazu ja jemand anders von uns mehr Ahnung oder hat mal Lust zu raten. Also ich würde vielleicht sagen, dass es die Grünen ist, weil die, soweit ich das mitbekomme, der so Volksentscheiden doch offen gegenüberstehen und dass die ja auch immer so Minderheitenschutz für sehr wichtig halten. Das könnte aber natürlich auch auf die Linke zutreffen. Also ich würde auch die Grünen sagen. Also jetzt nur mal tippen, ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, Dominik, ja. Dann klick doch mal die Grünen an. Okay, das war jetzt richtig. Aber die Sache ist zum Beispiel, vielleicht sehen wir das gleich nochmal, wenn man eine Frage falsch beantwortet, dass ja die Parteien oft eine ähnliche Ansicht haben, sie aber ganz anders formulieren und andere Wortwahl nutzen. Und das war auch was, was uns sehr interessiert hat. So wie kann ich anhand der Rhetorik vielleicht eine Partei zuordnen? Kann ich das überhaupt? Ist das möglich? Und so ein bisschen darüber reflektieren, ob man Parteien überhaupt unterscheiden kann. Genau, ich würde jetzt mal das nächste Statement machen und die nächste These. Die These, die der Wahl-O-Mat angegeben hatte, war: Alle Kinder sollen ungeachtet ihres kulturellen Hintergrundes gemeinsam unterrichtet werden. Und dazu hat sich eine Partei positioniert wie folgt. Die Kultusministerkonferenz hat vor einigen Jahren bereits eine Studie veröffentlicht, der zufolge bereits ein 20-prozentiger Ausländeranteil in einer Schulklasse zu einer drastischen Abnahme der Lernqualität für alle Schüler und des mittleren Leistungsniveaus führt. Daher sollten kulturfremde Ausländer und Deutsche bzw. Europäer in getrennten Schulklassen unterrichtet werden? Ich würde mal behaupten, dass das die NPD ist. Das klingt extrem rechts. Genau, ist ja. Warum nicht die AfD? Ich glaube, 2013 war noch nicht so AfD. Ja, klingt logisch. Und es klingt dann doch noch mal sehr viel rechter als die sowieso schon sehr rechte AfD. Dann wählst du ja NPD aus. Ist wieder richtig. Hatten wir Glück. Ja gut. Wir können auch versuchen, dass wir jetzt einfach nächste Frage irgendwie falsch hinkriegen, damit wir auch ein falsches Beispiel haben. Aber also weil eigentlich ist es nicht so, dass wir die Fragen immer richtig beantworten. Normalerweise ist bei uns auch sehr viel falsch, es ist sehr viel raten und da war halt jetzt mal relativ Glück dabei, würde ich sagen. Genau, und das ist ja auch genau das, was wir zeigen wollen, dass es uns eigentlich nicht gut erraten kann und dass vor allem viele Parteien, die sich so in der politischen Mitte finden oder eigentlich überall, sehr ähnliche Sachen ja auch haben und dass man vielleicht zweimal drüber nachdenken sollte, so weiß ich überhaupt, was die Partei vertritt, die ich wähle. Ja, also weitere Informationen zum Projekt, auch das gesamte Projekt könnt ihr auf GitHub finden. Da sind wir unter Parteiduell einfach zu finden. Oder github.com/parteiduell. Und wenn ihr halt mitentwickeln wollt, Fehler findet, könnt ihr uns gerne irgendwie auf GitHub ein Push-Request schicken oder halt ein Issue, eine Fehlermeldung aufmachen. Das war unsere Präsentation vom Parteiduell. Cool, vielen Dank. Es war super spannend und auch sehr spannend zu sehen, wie alles die Fragen dann wirklich aussahen. Jetzt haben wir euch, glaube ich, alle gleichzeitig auf dem Bildschirm.
Wir haben euch eben bei der Präsentation schon kurz unten immer gesehen. Vielleicht ist es trotzdem ganz schön, wenn ihr alle nochmal jetzt so eine kleine Forschungsrunde macht und nochmal euren Namen sagt. Genau, damit wir wissen, wer hier überhaupt dabei ist. Also ich bin der Yannick. Ich bin der Max. Nico. Ich bin Liv und Jugendhackt Frankfurt am Main war sogar mein allererstes Jugendhackt und Parteiwahl mein erstes großes Programmierprojekt. Ich bin Dominik und war bei mir auch Jugendhackt Frankfurt das allererste Mal. Und auch Parteiduell das erste große Projekt, was ich programmiert habe, also mitprogrammiert habe. Und ich bin Ole. Und ich bin der Dominik und ja, ich programmiere gern. Cool, also eine richtig große, diverse Gruppe. Und ihr habt euch auch ja alle, oder manche von euch haben euch ja auch wirklich erst auf dem Wochenende, an dem Wochenende kennengelernt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr seid mit 8 Leuten ja eine wirklich große Gruppe gewesen, die dieses Projekt umgesetzt und entwickelt hat. Wie habt ihr angefangen? Wie habt ihr euch die Aufgaben aufgeteilt? Habt ihr euch die aufgeteilt? Wir haben jetzt so verschiedene Teams gebildet. Also wir hatten am Anfang ein Team, das hat sich um die Daten gekümmert. Dann hatten wir ein Team, das hat sich ums Backend gekümmert und eins, was sich ums Frontend gekümmert hat. Und dann hat sich noch eine Gruppe ums Logo gekümmert und so. Und dann haben wir halt immer gewechselt. Und wir hatten auch Leute dabei, die hatten noch gar nicht irgendwas in die Richtung von Programmieren gemacht. Und dann, also zum Beispiel Tamina, die jetzt heute nicht da ist. Und dann haben wir der halt auch noch HTML beigebracht. Und da gibt es dann auch, wenn man auf parteiduell.de geht, /Sessionkuchen, findet man auch, was die gemacht hat. Und es ist irgendwie sehr schön zu sehen, dass sie das da gelernt hat. Vielleicht können wir es ja auch zeigen. Genau, das ist es. Cool, ja da. Ja super, vielen Dank. Ihr habt es ja eben schon erwähnt, man konnte Parteiduell noch bei der Digitale Weltenausstellung sehen. Das war eine Ausstellung, die hier in Frankfurt stattgefunden hat. Ihr wart auch auf der Buchmesse bei dem Digitale Weltenstand mit dabei mit eurem Projekt. Da konnten auch alle Besucherinnen, die vor Ort waren, die Version mit dem Joystick dann spielen. Da wurden die Fragen auf einem großen Fernseher angezeigt und genau, die Besucher konnten zusammen dann losraten. Was sind denn eure Erfahrungen? Kennen die Leute sich gut aus? Ihr habt ja jetzt profimäßig abgeschnitten. Wie war das denn mit den Besucherinnen vor Ort? Also da war es, glaube ich, eher so, wie wir es gerade bei uns erwartet haben, dass viel Überraschung war, so: Oh, die Partei wähle ich ja. Ich wusste gar nicht, dass die sowas gesagt hat. Oder, oh, ich dachte, das hat die Partei gesagt, wo ich Mitglied bin oder sowas. Also sowas hatten wir auch. Aber es waren auf der Digitale Weltenausstellung waren ja auch relativ viele Kinder. Und ich glaube, für die geht das auch total gut. Aber ich glaube, wenn man so unter 12 ist, braucht man natürlich vielleicht noch relativ viel Erklärung. Aber die Leute wussten, fand ich, relativ viel und haben sich aber sehr für interessiert. Aber vielleicht, also ich glaube, es geht vielleicht auch gar nicht so darum, wie viel sie wussten, weil man kann es, glaube ich, auch einfach nicht wissen. Aber viele waren so überrascht, wie wenig sie wussten. Und ich glaube, das war so das Gute daran. Das war so ein Erfolgserlebnis für uns. Und auch die Leute haben sich dann teilweise in Gruppen halt zugestellt und haben untereinander halt auch so eine Diskussion hat es auch ausgelöst, wer es gesagt hat und so. Aber man hatte auch teilweise manche Leute, die waren wirklich sehr überdurchschnittlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber auch einer aus dem Mentorenteam in Frankfurt, der hat so ungefähr jede Frage richtig beantwortet gehabt. Probably set to it. Ja, das kann sein, dass das Cedric das war. Ja, cool. Auch nochmal an alle, die gerade zuschauen. Ihr könnt gerne Fragen stellen, die euch entweder jetzt gerade einfallen, die euch während der Präsentation gerade gekommen sind, einfach auf Twitter oder hier in den Kommentaren. Dann würde ich weitergehen zu meiner nächsten Frage. Und zwar haben wir ja schon angekündigt, haben wir jetzt auch schon gesehen, was ihr berichtet habt von
aus dem Dezember, dass es jetzt doch nochmal ganz viele Neuerungen gab, auch in Jugend bei Jugendtag, nicht bei Jugendtag, bei eurem Projekt. Was ist denn da alles noch passiert nach dem Wochenende? Also man hat Teile ja schon gesehen, also den Dark Mode hat man gesehen, man hat gesehen, dass man in diesen Einstellungen sehen könnte, welche Wahlen es sind, welche Parteien es sind. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen, das kann man auch ändern. Also man kann dann noch ältere Wahlen dazu nehmen, man kann die Landtagswahlen dazu nehmen aus verschiedenen Bundesländern und so. Und man kann auch irgendwie die Parteien rausmachen, denn irgendwie, es gibt alle möglichen Parteien, Parteien, von denen man noch nie gehört hat, von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren. Und also da kann man noch sehr viel mit rumspielen und sich sehr viel angucken. Genau, also wenn man sich auch mal das GitHub Repository anguckt, ich glaube, wir sind bei über 400 Commits, was ich schon ganz schön viel finde. Und natürlich ist das vielleicht kein gutes Maß dafür, aber ich glaube, das zeigt ja auch schon mal, dass wir da vor allem kontinuierlich dran weiterarbeiten, vor allem Nico unterstützen uns auch echt immer noch sehr viel. Ja, cool. Und mit den Parteien habt ihr da jetzt quasi eine Vorauswahl schon getroffen, weil die wir jetzt sehen konnten, waren ja schon, sage ich jetzt mal, die gängigen Parteien, also mit denen konnte man irgendwas anfangen. Genau, so haben wir es gemacht. Habt ihr denn noch Pläne für die Zukunft? Soll es noch weitergehen mit Parteiduell? Ja, wir hatten schon diverse Pläne, wie wir es vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln können. Vielleicht so eine Art Parteiduell 2.0. Also wir hatten gestern Abend ein Team-Meeting und da kam vielleicht die Idee auf, was ist, wenn man das vielleicht so umbaut, dass man beispielsweise so eine Art Remote-Funktionalität hat. Also beispielsweise man läuft durch die Stadt, da ist eine Buchhandlung und hinter der Buchhandlung im Schaufenster steht ein Fernseher. Und da ist beispielsweise ein QR-Code drauf. Und dann nehme ich quasi mein Handy, scanne den QR-Code ab und kann quasi mit meinem Handy als Fernsteuerung das spielen, was da quasi auf dem Fernseher gerade passiert. Oder vielleicht auch auf größeren Veranstaltungen, dass man es macht, wie beispielsweise bei Wer wird Millionär, dass jeder so einen Drücker in der Hand hat, jeder abstimmt und am Ende heißt es irgendwie, ja, 42% lang richtig oder 42% lang falsch. Aber um sowas umzusetzen, brauchen wir definitiv Manpower. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Aufruf an alle, die vielleicht Bock haben, irgendwie was in Zukunft mal in die Richtung umzusetzen. Können da definitiv Leute gebrauchen und auch immer wieder kreative Köpfe. Aber ich denke, Parteiduell hat sich bis jetzt noch nicht zu Ende entwickelt, sondern es soll immer weitergehen. Und wir hatten auch mal überlegt, also wenn wir dann 2.0 machen, würden wir wahrscheinlich auch nochmal anfangen, so von Grund auf neu zu strukturieren und vielleicht auch doch noch eine Handy-App dafür zu machen, damit es so ein bisschen damit man es ein bisschen besser unterwegs spielen kann und damit es auch offline funktioniert besser und solche Sachen. Genau. Und wir hatten uns, glaube ich, das waren ich und Yannick irgendwie Sonntagmorgen in Frankfurt, hatten uns auch überlegt, ob man nicht vielleicht Abstimmungsdaten sonst auch mal benutzen kann. Die findet man ja auch, also die sind öffentlich zugänglich auf der Seite, ich glaube, vom Bundestag. Und ob man da nicht mal sozusagen raten könnte, so also Drag and Drop, so die Partei hat ja abgestimmt, die nein, so ungefähr oder halt so und so viel Prozent der Abgeordneten dieser Fraktion haben sonst abgestimmt. Also dass man sozusagen nicht nur auf die Worte achtet, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die Taten. Ja, das klingt super spannend. Da habt ihr jetzt noch echt viel vor. Ich sehe gerade, da kam eine Frage aus dem Chat rein. Kann man denn auch mitmachen, wenn man noch nicht programmieren kann? Das vielleicht lernen möchte. Wenn man schon mal vielleicht GitHub davon gehört hat, das ist ja so eine Plattform, wo Leute ihre ganzen Programmiersachen hochladen, dann kann man die alle zusammen angucken und vor allem kann man sie alle zusammen gut bearbeiten und muss sie sich nicht so per E-Mail oder sowas zuschicken. Und da kann man unsere Sachen ganz gut sehen. Und dann gibt es immer so ein kleines Tab, das heißt Issues. Und da sieht man alle Sachen, an denen wir arbeiten. Und da gibt es auch manche Probleme sozusagen, wo wir hingeschrieben haben, good first issue oder help wanted. Und das sind dann immer Sachen, wo wir denken, die kann man auch gut machen, wenn man vielleicht noch nicht so viel programmieren kann. Das kann vielleicht zum Beispiel ein Design sein, das man sich ausdenkt oder sowas in die Richtung.
Und ich denke, wenn Leute gute Ideen haben, ist das immer gefragt, kann man immer versuchen, uns anzuschreiben, kann da eine Issue aufmachen und so. Und auch wenn man Fehler findet, ist es auch super, das kann man uns auch immer melden, dann versuchen wir, die möglichst bald zu beheben. Ja, cool, das klingt doch sehr gut. Dann schaue ich mal, ob hier noch mehr Fragen sind. Bis jetzt nicht, also letzte Chance. Können noch Fragen gestellt werden. Was mir an eurem Projekt wirklich gut gefällt, ist, dass es so ein bisschen eine Motivation ist, vielleicht auch sich wirklich nochmal detaillierter mit den Parteien auseinanderzusetzen. Also gerade als ihr es auch bei Jugendtag am Wochenende vorgestellt habt, dachte ich so, ach ja, so schwer kann es ja nicht sein, die Daten aus dem Wahl-O-Mat, das klappt schon. Und ich finde, man hat es auch gerade in dem Beispiel gut nochmal gesehen, was ihr vorgestellt habt, dass es wirklich viele sehr spezifische Themen sind. Und gerade wenn man dann mit mehreren Leuten dasteht, was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wenn man es dann zum Beispiel im Buchladen oder so in der Öffentlichkeit spielt, dass man wahrscheinlich dann auch miteinander ins Gespräch kommt. Also ich habe das beobachtet, dass viele Leute, die es mit dem Fernseher und dem Joystick gespielt haben und mit anderen Leuten und anderen Besucherinnen da waren, dass dann da auch Gespräche entstanden sind. Oder wie waren da eure Eindrücke? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe das Gefühl, dass da, also auch natürlich bei diesen digitalen Welten war das so, aber auch als wir das schon programmiert haben, haben wir es dann halt mit Mentoren oder mit anderen Teilnehmern durchgespielt und da gab es immer Diskussionen, ist es jetzt das, ist es das? Und also ich glaube, da lernt man sehr viel über Parteien und was ich auch nochmal interessant finde, man lernt nicht nur, wie sie sich positionieren, sondern auch, wie sie reden. Ich finde, man teilweise weiß ich nicht so von dem, was sie sagen, ob es jetzt die CDU oder die SPD ist. Aber manchmal hat man das Gefühl, man kann es daran unterscheiden, wie sie es sagen und wie direkt sie es sagen, ob sie es sehr verklausulieren und so. Genau, und ein kleiner Geheimtipp. zum Beispiel die Partei, das hatten wir ja auch, erkennt man, hatten wir das? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, hatten wir. So, das ist dann ja zum Beispiel, die benutzen ganz oft so Caps, also alles Großbuchstaben und ganz viele Ausrufezeichen und so. Und die Piraten machen immer am Ende ihren Link zum Wiki rein, was ja zum Beispiel auch interessant ist, dass die sozusagen auf dann ihre externe Website irgendwie hinweisen, was sie aber auch schon viel über sie selber verraten kann. Also das sind vielleicht nochmal so kleine Tipps, aber die ja auch schon politisch was aussagen. Das ist ja super spannend. Das sind ja auch so Sachen, die man sonst, wenn man sich informiert, geht man ja meistens direkt auf eine Seite von einer Partei oder so, wo einem das gar nicht auffällt. Und gerade in dem Kontrast mit den verschiedenen Informationen nebeneinander, das ist ja echt spannend. Auf jeden Fall schon mal merken, wenn wir später nochmal wenn ich später nochmal spiele, All Caps, ist dann ein Chip vielleicht die Partei. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Die Frage von Killerkatze 22, gibt es die Daten auch woanders als auf GitHub? Vielleicht können ich und Yannick dazu ein bisschen was sagen. Die Sache mit den Daten ist nicht besonders einfach. Das Bundeszentrale für politische Bildung findet ihren Wahl-O-Maten sehr gut, was er ja auch ist, und findet es an sich nicht so genial, dass die Daten weiter benutzt werden. Viele Leute sind da verschiedene Ansichten und denken, dass man die Daten gut weiter benutzen kann, weil es ja auch von Steuergeldern bezahlt wird und so. Deshalb ist die Sache mit den Daten ein bisschen schwierig. Und das ist auch was, womit wir uns viel auseinandergesetzt haben, aber zu dem Schluss gekommen sind, dass wir das jetzt so machen. Und die Open Knowledge Foundation und die Jugendhakt haben auch gesagt, dass sie da hinter uns stehen, dass es so geht. Das ist aber eine schwierige Sache, der wir uns bewusst sind. Wir standen auch schon im Gespräch telefonisch mit einigen Leuten, die die Daten, ich denke, gescraped haben, also von der Website dann runtergezogen haben, die auch sagen, es ist okay. Aber genau, das ist eine
schwierige Frage und deshalb kann man dazu im Moment, glaube ich, nicht so eine richtige Auskunft geben. Vielleicht hat Yannick dazu noch was zu sagen, aber es ist bei uns ein großes Thema, über das wir uns seit einigen Monaten Gedanken machen. Also es gibt die auch noch auf anderen, also mehrmals auf GitHub so, und da findet man sie auch, und es gibt auch eine Webseite, die sie auf einer Webseite zeigt, aber mir fällt gar nicht mehr ein, wie die Domain war, aber vielleicht können wir das ja auch nochmal nachreichen irgendwie. Ja, super. Aber das ist ja auch echt spannend. Ich glaube, was man auch in eurem Projekt gut gesehen hat, ist, dass wirklich gerade nach der Weiterentwicklung von dem Prototyp, der an dem Wochenende entstanden ist, wirklich noch viele Themen kamen, die verändert wurden oder wo ihr jetzt auch viel einfach darüber diskutiert habt und euch mit anderen Leuten ausgetauscht habt. Ich glaube, das waren alle Fragen aus dem Publikum. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an euch. Habt ihr noch, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was Wichtiges zu sagen, was für euer Projekt noch? Ansonsten kann man es immer spielen auf parteiduell.de. Ich bin gespannt, wie viele Anfragen es demnächst dann noch geben wird. Vielleicht können wir nicht ganz, wie viel hat ihr 20 Tage? Vielleicht können wir da nicht ganz dran heute, aber vielleicht haben wir jetzt Leute Lust bekommen, sich nochmal ihr politisches Wissen wirklich auf den Prüfstand zu stellen und nochmal auch mit anderen Leuten zusammen in Diskussion zu treten und viel auszuprobieren. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure tolle Präsentation. Vielen Dank vor allem für das tolle Projekt, dass alle spielen können. Und ja, ich bin ganz gespannt, was noch passiert. Ja. Man kann, genau, den GitHub-Link hattet ihr auch schon eingeblendet. Da kann man auch, denke ich, gut sehen, was noch so die nächsten Schritte sein werden. Wenn man Lust hat, habt ihr gesagt, kann man einfach mitmachen, kann man sich da melden. Ja. Super. Ja, vielen Dank an euch. Und der nächste Community Talk wird stattfinden am 21. Juli um 17 Uhr wieder. Da geht es um Hiveyes, ein Open-Source-Projekt vor und für Imkerinnen. Da ist Clemens dabei, der an diesem Beispiel über quelloffene Hard- und Software reden wird, über Citizen Science, offene Daten und wie man Messwerte von der Wiese, wo die Bienen sind, in den Server bekommt. Ihr erfahrt aber auch, welche Herausforderungen das Imkern eigentlich so mit sich bringt. Genau, da könnt ihr gerne wieder dazuschalten. Dann vielen Dank euch. Danke fürs Interview. Ich spiele jetzt noch eine Runde.